Leute, was geht? Freche Pause bei Video hier und heute zeige ich euch den Kramper HP30. Er hat einmalige Anschaffungskosten von 43.950 Euro und Tageskosten von 49 Euro. Ein Ladevolumen von 22.000 Litern. Er kann laden Sand, Kies, Weizen, Gerste, Raps, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten, Zwiebeln, Silage, Kraftfutter, Chef. Gras, Heu, Gras, Stroh, Mist, Kompost, Saatgut, Dünger und Kalk. Der Krampe Tritem Halle HP30. Schon bei der Vorstellung der Tritem Huldbrunn Mulde HP30 wurde klar, hier geht es richtig zur Sache. Mit den 7 Meter langen Mulde stößt diese Halbpipe in neue Transportdimensionen vor. Empfohlene Schlepperstärke 140 kW, 190 PS. Modcreed bei FSM Team. Die sind immer gut. Gehen wir mal weiter zu den Texturen. Erster Eindruck passt soweit. Das hier ist... Okay. Das hier geht auch soweit in Ordnung. Auch wenn ich mir vielleicht... Ich weiß jetzt gar nicht. Modfuck. Ein komplett neuer Mod, keine Giants Modell, AO Textur, Beleuchtung, Lenkachse, Sperre, Backup Kamera verbaut, benötigt Schlepper mit IC Kammernsteuerung bei uns im Forum erhältlich. Reifenstaub, das ist schon mal gut. Waschbar, okay, er wird also dreckig und Unterlenkteile, animierte Kurbel und Krabbelstärke. Also er wird auf jeden Fall dreckig. Werden wir gleich mal ausprobieren. Reifen sind sehr nice. Vielleicht kann man bei der nächsten Version, dass es hier diese, ich weiß jetzt nicht, hat der das hier? Nein, diese Hydraulik, was laber ich? Luftdruckschläuche in den Reifen. Aber ne, er ist schon ziemlich gut bisher. So wie aus kann man rein hüpfen. Nee. Also Grafik ist gut. Gehen wir über zu den Funktionen. Den Download-Link des Trackers werde ich euch nicht in die Beschreibung tun. Den müsst ihr euch selber suchen. Ist auf jeden Fall ein More Realistic Fan 936. So. Achso, das war's. Er hat... Da, ihr seht. Verdammt. Hier. Diese. Das sind die nicht wegrolldinger. Und die Fußstütze rollt sich also auch aus. Innen drin so, sieht auch alles gut aus. Gehen wir über zur Tastenbelegung. Taste Alt links F. Kabinenlicht? Nein, das war es nicht. Lenkachse sperren. Ja, es funktioniert soweit. Gucken wir mal, ob Lichtgriff verbaut ist. Linksblinker, Rechtsblinker, Warnblinker. Läuft soweit. Fahrlicht. Bremslicht ist auch soweit in Ordnung. Rückfahrlicht auch. Ich gehe mal über zu der Fahrphysik. Ich habe den Anschein, der Anhänger ist auch gefedert. Ein bisschen Disco anmachen hier. Ja, der Anhänger macht genauso viel Staub wie der Trecker. So, schauen wir uns mal die Abkipp-Animation an. Also Fahrphysik geht auch soweit in Ordnung. Das Einfüllen sieht gut aus.
Sieht aus wie eine Standardtextur. Also passt ordentlich was rein in den. Waffe-Sieg läuft. Ja, ist gefedert. Ja, Abkipp-Animation geht soweit in Ordnung. Ich zuckel mit dem Ding jetzt mal ein bisschen rum, mache hier mal einen Cut und zeige ihn euch gleich, wenn er dreckig ist. Bis gleich. So Leute, wir haben es wohl nicht hingekriegt, den Anhänger dreckig zu machen. Wir sind jetzt hier ein paar Stunden durch die Gegend gegurkt. Haben es nicht hingekriegt. Und naja, ich hoffe, euch hat die kleine Mod-Vorstellung gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schaut euch unsere anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal.